Lehn dich mal zurück. Entspann dich. Vielleicht hast du es ja auch gerade schon gemerkt bei dir, was das ist, was die Schwingung und Frequenz ist, die du gerade am liebsten in dir spüren würdest. Einfach weil du es dir wert bist. Und weil es diese Frequenz und Schwingung in dir gibt. Die ist genauso da in deinem Gefühlsspektrum wie jede andere Schwingung und Frequenz. Die ist genauso verfügbar aus deinem Laden von lauter Gefühlen, nimmst du jetzt einfach das aus dem Regal. Es ist weiterhin da. Und du machst dich auf dafür, du machst dich ganz weit auf dafür. Keinerlei Glaubenssätze, keinerlei Urteile, keinerlei Werteinschätzungen von dir selber brauchen da jetzt irgendeinen Raum, sondern du nimmst es dir einfach. Nimmst es dir runter. Machst dich auf, ganz weit auf und fühlst, was immer dieses Gefühl sein mag, das du jetzt für dich gerade greifbar erfahren möchtest. Und wenn es nur einen ganz kleinen Tucken neben dem Gefühl liegt, das du bisher vielleicht gefühlt hast. Welche Schwingung und Frequenz möchtest du wählen, um Gott in deiner Art und Weise auszudrücken. Mach dich ganz weit, mach dich immer weiter auf, immer weiter. Das nimmt überhaupt kein Ende. Du machst dich dafür einfach auf und entspannst dich und merkst, oh, okay, wo bin ich dafür noch nicht ganz offen? Ah, okay, da öffne ich mich jetzt wieder. Oh, ja. Okay. Und wenn du in irgendeiner Weise, zumindest andeutungsweise, jetzt gerade schon eine Qualität von dieser Schwingung und Frequenz in dir spürst, spüre nochmal, wo genau sich das lokalisiert bei dir oder wie genau sich das bei dir anfühlt. Mach dir wirklich so eine geistige Notiz. Und dann stell dir dich jetzt in dem Augenblick vor, in dieser Schwingung seiend, während du in einer Minute vielleicht hier wieder die Augen öffnest. Du bist dann in dieser Schwingung. Du stellst dir dich vor, du siehst dich, wie du dann wieder in diese Kamera guckst, in dieses Gerät. Aber du bist weiter in dieser Schwingung. Du hast die Priorität, die Aufmerksamkeit auf dieser Schwingung. Du bist das. Du verströmst das. Du teilst es aus. Du drückst es aus. Du dienst dadurch. Du bist dadurch. Du bist das. Genau das. Während du dann wieder in dieses Gerät schaust und dann gehst du weiter mit deinem Blick. Du stellst dir den gesamten Abend vor, den restlichen Abend. Du bist weiterhin in dieser Schwingung. Du fühlst sie, während du dich vorstellst, vielleicht noch Abend zu essen oder mit dem Hund rauszugehen oder mit deinem Partner zu sprechen. Du bist das. Du fühlst das. Und du stellst dich vor, in dieser Schwingung seiend, während du deine Abendroutine tust. Und du putzt dir die Zähne und schwingst in dieser Schwingung. Fühl das, mach es jetzt mal. Es ist jetzt deine Realität. Es gibt keine Zukunft. Es gibt nur jetzt. Wenn du das jetzt bist, dann bist du es jetzt. Und dann bist du es in jedem Jetzt, das jetzt noch Zukunft ist. Und du ziehst dir vielleicht dein Nachthemd oder deinen Schlafanzug an. Und du bist weiterhin, während du das tust, in dieser Schwingung.
Und du gehst ins Bett und bist weiterhin in dieser Schwingung. Du fühlst dich in dieser Schwingung, während du diese Handlungen ausführst. Du schwingst und schwingst und schwingst darin. Du bist das, du drückst das aus. Und du kannst dir sogar dich vorstellen, wie du in dieser Schwingung einschläfst und träumst und durch die Nacht gehst. Und du kannst dir sogar vorstellen, wie du in dieser Schwingung wieder aufwachst, wenn du damit morgen aufwachen möchtest. Es ist alles die Kraft deines Willens, es jetzt zu fühlen. Und bemerke nochmal diese Schwingung in dir, wie sie sich anfühlt. Und dann mach die Augen auf und schwinge weiter in dieser Schwingung, während du jetzt wieder auf diesen Bildschirm schaust und schwinge, 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 genau in dieser Frequenz und Schwingung. Bemerke, dass du das tun kannst, dass es möglich ist, auf diesen Bildschirm zu schauen, während du in dieser Schwingung weiter schwingst, einfach weil es schon passiert ist. Es ist schon eine Realität, weil du das eben bereits gesehen hast, weil du es eben bereits gefühlt hast und du kannst es immer wieder erinnern, erinnern, erinnern. Und es macht nichts, wenn du rausfällst. Du kannst einfach wieder genau das erinnern, was du eben schon erinnert hast, was du eben schon in deinen Geist als Realität eingeführt hast. Und das ist tatsächlich eine Übung, wirklich bevor du aufstehst, visualisiere dir den Tag in der Schwingung, in der du ihn erfahren möchtest. Und wenn du das wirklich mal mindestens einen Monat wirklich jeden Tag machst, du erlebst einen anderen Tag.